So, hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil dieser After Effects Tutorial Serie. Wir sind immer noch bei diesem Beispiel hier. Und in den ersten beiden Lektionen oder in den ersten beiden Teilen habt ihr schon gelernt, wie man hier diese Schieberegler bewegt und wie hier diese Lautstärkeanzeige erzeugt wird. Und jetzt im letzten Teil gucken wir uns hier diesen Text an. Das heißt, wie man den A als dreidimensionale Ebene hier passend zum Beat bewegen kann und auch wie man den Inhalt des Textes automatisch dynamisch anpassen kann. Und dann sehen wir uns hier diese Punkte an, für die wir eine Time-Remapping, also Zeitverzerrungstechnik, verwenden, die auch ganz interessant ist. Okay, ich würde sagen, wir fangen auch hier mit diesen Punkten an. Was ich da zuerst mal erzeugen will, ist hier dieser Hintergrund, diese Kreisebene hier, ja, mit diesem Gitter drauf, auf der diese Punkte hier wandern. Ja, also all das haben wir hier noch nicht. Was wir hier schon mal offen haben, ist das Projekt, wie wir das im zweiten Teil erzeugt haben, ja, mit diesen beiden Kompositionen, diese Mixer-Komposition und jetzt hier diese Pegelanzeige. Und um hier mal ein bisschen aufzuräumen, mache ich mal hier in dieser Pegelanzeige diese ganzen Pegelelement, ups, mit Shift gedrückt selektiere ich die hier alle und mache diese ganzen Pegelelement-Ebenen mal schüchtern oder shy, so. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, sind die dann ausgeblendet, sodass das alles ein bisschen sauberer wirkt. Und jetzt wollen wir erstmal, wie gesagt, hier dieses Element erzeugen. Dafür erzeuge ich erstmal eine neue Komposition. Will da eine Größe von 120 mal 120 Pixel und nenne die einfach mal Kreis. Okay, in der Komposition erzeugen wir jetzt eine neue Ebene. Eine Farbfläche, die wollen wir weiß haben. Und nennen die jetzt Hintergrund. So, oh, die hat die falsche Größe. Da gehen wir nochmal auf Ebene, Ebeneneinstellungen für Farbflächen. Die soll die komplette Kompositionsgröße haben, also wie Kompositionsgröße. So, und die duplizieren wir jetzt zweimal. Das sehen wir gleich, wozu. Wir nennen das hier Matte. Das hier Linien. So, und jetzt ist es so, dass wir für die Matte, da doppelklicken wir hier auf dieses Kreiswerkzeug. Ja, also wir wählen hier von diesen Maskenwerkzeugen das Kreiswerkzeug aus und machen da einen Doppelklick. Jetzt haben wir hier eine kreisförmige Maske drauf. Wenn ich das hier anschalte, sehen wir die hier auch. Und dann setzen wir den Modus dieser Ebene. Das seht ihr jetzt hier nicht, das ist hier leider weiter unten, aber den setzen wir auf Alpha-Schablone. Ja, wenn ich das mache, Alpha-Schablone, dann sehen wir, dass der Rand hier weggeschnitten wird und wir jetzt so eine kreisförmige Ebene haben. Das heißt, mit Alpha-Schablone überträgt sich sozusagen der Alpha-Kanal dieser Ebene hier auf alle anderen unten drunter. Das ist also wie, als wenn die ausgestanzt wären. Ja, so alle Ebenen unten drunter sind jetzt sozusagen nicht mehr rechteckig, sondern es bleibt nur noch dieser kreisförmige Bereich hier übrig. Okay, auf diese Linien hier, diesen Hintergrund. Ich klicke hier mal auf T für Transparenz und setze die Transparenz hier auf 10%, dass wir nur einen sehr leicht transparenten Hintergrund haben. Ja, und über diesem transparenten Hintergrund wollen wir jetzt diese Linien haben. Und da brauchen wir einen Effekt. Ich muss mal gerade gucken, wie der im Deutschen heißt. Auf dieser Linienebene hier Effekt generieren. Wo haben wir den? Raster. Ja? Raster erzeugt so ein Gitter und das Einzige, was wir jetzt noch ändern müssen, ist, dass dieser Raster nur einen Rahmen von 1,5 haben soll, also dünnere Linien. Und der Abstand, den passen wir vielleicht auch noch an. Wir wollen vielleicht einen Abstand von 20 an diesem Gitter haben. Das heißt, wenn der Anker hier bei 60, 60 ist, dann soll der hier bei, ups, 80, 80. Ja, jetzt haben wir hier einen Gitterabstand von ungefähr 20. So, davon ändern wir auch noch die Transparenz. So, Deckkraft, sagen wir hier mal 20%. Und jetzt haben wir so ein größtenteils transparentes solches Gitter hier. Und das fügen wir jetzt hier in unsere Hauptkomposition, die in dem Fall diese Pegelanzeige ist, hier ein. Gehen wir also in diese Komposition rein und ziehen diesen Kreis hier einfach ungefähr dahin, wo er hingehört. Und hier vielleicht noch ein kleines bisschen tiefer, so ungefähr so. Dann machen wir daraus eine 3D-Ebene
Und dann gehe ich hier auf dieses Drehenwerkzeug und klicke dann hier auf diese rote X-Achse und kann das dann um diese Achse ganz einfach kippen, ja, sodass das perspektivisch im Raum halbwegs korrekt aussieht. So, dann klicke ich hier noch auf diese blaue Achse, auf die Z-Achse, um das da noch entsprechend ein bisschen zu drehen, ja, sodass das schön hier halbwegs mit den Linien, mit der Richtung hier dieses Mischpuls zusammenpasst. So. Und jetzt möchte ich hier noch so einen Bereich ausschneiden. Ja. Und dazu setze ich einfach eine Maske. Ich könnte jetzt die Maske direkt auf diese Ebene malen. Dann ist das Problem nur, wenn ich ihn nachher nochmal rotieren und verschieben will, dann bewegt sich die Maske nicht mit. Deswegen mache ich das hier auf eine separate Ebene. Also ich gehe hier auf Ebene, neue Farbfläche, mache die wie die Kompositionsgröße und nenne die jetzt mal Kreismatte und mache die unsichtbar. Und jetzt zoome ich hier mal rein. Ja, das kann ich mit der Maustaste gedrückt, Quatsch, mit dem Mausrad kann ich scrollen, hier rein und raus scrollen. Wenn ich die Leertaste gedrückt halte, kann ich dann das schön hier hin und her schieben. Das ist ganz, ganz praktisch. Und auf dieser Kreismatte wähle ich jetzt dieses Werkzeug, um hier eine Maske zu setzen, um das mal grob auszuschneiden. So. So. Hier den Punkt kann ich noch ein bisschen da nach außen ziehen vielleicht. So. Und jetzt benutze ich diese Matte hier als Bewegungsmaske für die Kreisebene unten drunter und sage da jetzt umgekehrte Alpha-Matte, was so viel heißt wie dieser Bereich, der hier weiß ist in dieser Kreisebene. Ja, der soll jetzt aus der unten drunter liegenden Ebene ausgeschnitten werden. Und diese unten drunter liegende Ebene, die kann ich jetzt immer noch in ihrer Position anpassen. Ja, ich kann die jetzt dann zum Beispiel hier nochmal hoch oder runter schieben, so dass es passend aussieht. Aber ich denke, so sieht das schon ganz gut aus. Vielleicht sollte ich doch noch ein kleines bisschen drehen um diese Achse. Ja, ich glaube, so wirkt es schon so, als wäre es hier, also passt es relativ gut zur Perspektive dieser Ebene. Okay, jetzt hatten wir ja auf diesem Ding hier Kreise. Die können wir in dieser Kreiskomposition auch nochmal einfügen. Dazu gehe ich nochmal auf eine neue Farbfläche. Diesmal soll die kleiner sein, nämlich nur so groß wie diese Kreise, die wir brauchen. Ja, 20 Pixel in dem Fall. Und da möchte ich auch eine andere Farbe, nämlich dieses Orange. Das habe ich mir vorher gemerkt, dieses Orange, was ich für verschiedenste Marmoworld-Geschichten immer wieder benutze, ist diese Farbe hier. Und das nennen wir jetzt hier nochmal Kreis. So. Den Kreis tun wir jetzt hier an den oberen Rand. Und es ist jetzt natürlich noch kein Kreis, deswegen mache ich hier nochmal einen Doppelklick auf dieses Kreiswerkzeug. Dann wird hier eine kreisförmige Maske drumherum gesetzt. Und jetzt wollen wir auch, dass dieser Kreis sich hier im Kreis bewegt. Ja, und eine Möglichkeit dafür wäre, dass man das jetzt an ein Nullobjekt koppelt, also ein Nullobjekt als übergeordnete Ebene macht, das in die Mitte setzt und dann anfängt, diesen Kreis zu rotieren. Oder auch den Ankerpunkt dieser Ebene einfach in die Mitte zu verschieben und zu rotieren. Ich will das jetzt mal anders machen, und zwar einfach, um zu zeigen, wie das mit der Verlinkung nachher funktioniert, wenn man nicht einfach nur eine einfache 1D-Eigenschaft wie die Rotation hat. Also anders gesagt, funktioniert diese Bewegungs- oder diese Technik, die ich jetzt zeige, um das zu verlinken, nicht nur mit kreisförmigen Bewegungen, sondern mit beliebigen Bewegungspfaden, ja? Und deswegen erzeuge ich jetzt hier auch einen Bewegungspfad, und statt diesem kreisförmigen Bewegungspfad könnt ihr dann auch andere Pfade benutzen, also andere Bewegungsrichtungen. Okay. Was ich dazu mache, ist, ich erzeuge hier erstmal eine kreisförmige Maske, weil ich einen kreisförmigen Pfad haben möchte. Da gehe ich hier in die Mitte und ziehe den jetzt hier so rüber und halte jetzt hier die Steuerungstaste gedrückt und die Shift-Taste. Damit kriege ich eine genau kreisförmige Bewegung. Und die mache ich jetzt so, dass sie genau durch diese beiden Punkte hier meines Kreises durchläuft. Oder vielleicht ein kleines bisschen weiter innen. So. Und diese Maske möchte ich jetzt gar nicht als Maske benutzen, sondern nehme den Maskenpfad, gehe auf
bearbeiten, kopieren. Und jetzt gehe ich auf die Position dieser Ebene. Ich klicke also mit der Shift-Taste gedrückt P. Jetzt habe ich hier die Position und gehe dann auf Bearbeiten, Einfügen. Jetzt rutscht die hier runter. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt können wir diese Maske hier auch löschen. Und jetzt sehen wir, dass sich die Ebene hier auf so einer Kreisform bewegt. Ja? Hier habe ich die Keyframes. Selektiere ich diese Keyframes alle und wieder mit dem normalen Werkzeug. Oh, jetzt habe ich hier nur einen Keyframe hochverschoben. Das wollte ich nicht. Bearbeiten rückgängig. Ich muss gucken, dass ich hier genau auf einem dieser Keyframes drauf sitze. Also hier zum Beispiel auf dem ersten. Wenn ich die Shift-Taste, also die Großschreibentaste gedrückt halte, rastet der hier übrigens ein. Ja, dass ich genau auf einen Keyframe drauf kann. Und jetzt kann ich das hier hochschieben. So. Und jetzt haben wir hier also eine Ebene, die genau auf so einer Kreisbahn wandert. Und wie gesagt, ihr könnt statt dieser Kreisbahn auch beliebige andere Richtungen nehmen. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, wenn man solche kreisförmigen Bewegungen hat, dass das nicht mehr so einfach ist, wie hier diese geradlinige Bewegung von den Schiebereglern. Ja, da kann man nicht einfach die Position über so eine Linear Link Eye Expression bewegen. Deswegen brauchen wir hier erst eine leicht andere Eye Expression. Aber zuerst schiebe ich jetzt diese Keyframes hier mal an den Anfang und ich mache auch mal von meinem Kreis 4 Kopien. Ja. 1, 2, 3 weitere, jeweils durch Steuerung D drücken, ja, oder bearbeiten, duplizieren. Steuerung D. So, jetzt habe ich hier 4 solche Kreise und auf deren Position, ja, ich möchte jetzt eigentlich, dass sich deren Position ändert, dass sie sich nämlich nicht nur alle einmal hier im Kreis bewegen, sondern dass sie sich alle passend zur Musik bewegen. Ja? Das heißt, wir hatten ja in unserer Hauptkomposition hatten wir ja diese Audioamplitude und nach dieser Audioamplitude möchten wir die jetzt bewegen lassen. Dazu gehe ich hier nochmal zu Eye Expressions und lade aus der Bibliothek wieder eine Linking Eye Expression. Und wir hatten ja vorher schon diesen Linear Link 1D und 2D ausprobiert, um also zum Beispiel die Transparenz dieser Elemente hier passend zur Musik zu verlinken. Oder 2D, um diesen Schieberegler passend zur Musik zu verlinken. Und jetzt benutzen wir stattdessen den Linear Link Time Remap. Und der Time Remap, der funktioniert mit beliebigen 1D, 2D und 3D-Eigenschaften oder auch zu ziemlich allem anderen, was sich keyframen lässt. Und die Idee ist, dass sozusagen er zu jedem Zeitpunkt nicht den Keyframe-Wert des aktuellen Zeitpunkts nimmt, sondern eines anderen. Und das kann man hier vorgeben. Aber fangen wir mal Stück für Stück an. Der Anfang ist gleich wie bei allen anderen Linear Link Eye Expression, man muss nämlich erstmal zu einem Slider verlinken. Wir sagen hier also, wie in den ersten beiden Teilen auch, wir wollen etwas passend zu dieser Audioamplitude hier animieren. Klicken wir also hier auf Link to Slider. Jetzt müssen wir sagen, welchen Wertebereich das Ding hat. Und da hatten wir auch schon in den ersten beiden Teilen gesehen, dass diese Lautstärke hier immer zwischen 0 und 60 ungefähr variiert. Und jetzt müssen wir sagen, okay, diese Eye Expression wollen wir jetzt in dieser Komposition, das ist also kein Problem, ja, dass dieser Schieberegler aus einer anderen Komposition kommt. Man kann ruhig mit Sachen aus anderen Kompositionen verlinken, gar kein Problem mit Eye Expressions. Und jetzt wollen wir sozusagen, dass für diese Position von dieser Ebene hier nicht immer der aktuelle Zeitpunkt genommen wird, also zum Zeitpunkt 25, wirklich der Wert von dieser Zeit, sondern ein früherer oder ein späterer Wert. Ja? Und zwar wollen wir haben, dass wenn die Musik ganz leise ist, dann wollen wir die Frame Nummer 0 haben. Ja? Also hier den ersten Frame, dann soll es da sein. Und wenn die Musik ganz laut ist, dann soll der hier einmal im Kreis gelaufen sein. Dann soll der also diesen Wert hier nehmen. Ja? Also das heißt den Wert vom Frame Nummer 50. Das heißt, Frame von Max stellen wir hier 50 ein. Und das wenden wir jetzt mal auf diesen hier an. Und jetzt sehen wir, dass der sich hier während alle anderen, also während diese drei Kreise hier noch schön gleichmäßig im Kreis laufen, zappelt der jetzt passend zur Musik sozusagen hier immer entlang. Und bei den anderen wollen wir jetzt genau das Gleiche machen. Wir wollen das nur etwas variieren. Ja, wir können zum Beispiel sagen, na, hier dieser zweite Kreis, der soll dem ersten Kreis immer etwas hinterherlaufen, etwas verzögert. Das heißt, da benutzen wir wieder diesen Trick
bei diesem verlinkten Slider hier einen zeitlichen Abstand zu definieren. Sagen wir mal, 3 Frames soll der später sein. Wenn wir jetzt gucken, sehen wir, dass einer von den beiden immer ein bisschen später ist als der andere. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, sieht man nachher ein bisschen netter. Dann können wir natürlich diese Idee mit der Skalierung auch benutzen. Das heißt, wir können sagen, naja, ein anderer, der soll sich genauso bewegen, aber nicht ganz so stark. Ja. Hier sage ich mal eine Skalierung von 50 und vielleicht auch einen zeitlichen Abstand von 1. Und dann können wir auch noch einen absoluten Abstand nehmen. Das heißt, wir können auch sagen, wir können, der soll erst relativ spät anfangen zu reagieren. Ja, wir, also für den vierten Kreis sagen wir mal, der soll nur dann sich überhaupt bewegen, wenn die Musik schon relativ laut ist. Also ich sage mal, der soll sich erst bei einer Lautstärke von 20 überhaupt anfangen zu bewegen. Deswegen setzen wir einfach das Minimum hier auf 20. Das ist so ähnlich wie der Trick bei dieser Pegelanzeige, wo wir das Minimum und Maximum verändert haben, um die nur für bestimmte Lautstärken sich bewegen zu lassen. Ja. Für dieses Ding nehmen wir dann auch diese Skalierung vielleicht nochmal auf 100 und diesen zeitlichen Abstand auf 0. Okay, jetzt haben wir also, wende ich das hier noch an, und jetzt haben wir sozusagen die gleiche Amplitude mit verschiedenen Optionen hier unterschiedlich verlinkt. Und gucken wir uns dazu mal eine RAM-Vorschau an. Ja, wir sehen, dass also die zappeln hier schön um diesen Schieberegler drumherum. Okay, vielleicht ist das alles noch etwas schnell, ja. Sieht noch nicht ganz so interessant aus. Das heißt, da würde ich dann doch diesen Speed-Signal etwas verkleinern. Also hier mit einer Skalierung arbeiten von zum Beispiel nur 50%. Laden wir das mal hier. Dann lade ich hier diese I-Expression und setze da auch eine Skalierung. Der hat schon 50, dann gehen wir da mal auf 25%. Dann gehe ich hier hin, laden. Und gehe da auch mal auf, ja, sagen wir mal 60%. Ja, ist einfach so ein bisschen auch ausprobieren, was gut aussieht. Und hier skaliere ich auf 50%. Das heißt jetzt also so viel wie die bewegen sich jetzt deutlich weniger, da sie, da ich das Signal jetzt sozusagen verkleinert habe. Jetzt machen die nicht immer gleich eine ganze Umdrehung, sondern eher so ein kleineres Stück Umdrehung. Ja? Also das heißt hier, wenn die Musik volle Lautstärke hat, bewegen sie sich hier nur zur Hälfte. Okay, jetzt können wir die noch ein bisschen verteilen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, naja, einer von denen soll eine größere, also einer von denen soll grundsätzlich schon mal hier bei einer größeren Position anfangen. Das können wir erreichen, indem wir hier allgemein so einen Abstand in diesem Beat einstellen. Ja? Das heißt, dieses Beat-Signal ist ja normal von 0 bis 30. Und wir sagen, na, wir addieren jetzt schon mal grundsätzlich für zum Beispiel diesen dritten hier. Ich lade den nochmal. Sagen wir hier, addieren wir zu dem Beat-Signal grundsätzlich mal noch eine Größe von 30. Also das heißt, der fängt nicht hier oben an, sondern fängt hier bei der Hälfte schon an. Dann haben wir die einfach etwas netter verteilt. Zusätzlich können wir hier natürlich auch eine Bewegungsunschärfe einschalten. Ja, also ich selektiere hier die 4 Kreise und gehe hier auf Bewegungsunschärfe und aktiviere die hier auch mal. Und dann sieht man hier die Bewegungen auch deutlich flüssiger. So, jetzt habe ich hier ein bisschen RAM-Vorschau berechnet. Und das kann man jetzt natürlich noch beliebig weiter anpassen, wie man das möchte, diese Bewegungen dieser Punkte und so hier. Aber das überlasse ich jetzt auch eurer Kreativität, damit ein bisschen herumzuspielen.
Wichtig ist es nochmal zu verstehen, was wir genau gemacht haben hier. Also mit diesem Linear Link Time Remap ist die Geschichte die, dass ihr nicht irgendwie eine komplette Unterkomposition Time Remappen müsst. Ja, also wir hätten jetzt ja zum Beispiel sowas machen können, wie hier diese Kreis-Unterkomposition nehmen und da dann Zeitverzerrung aktivieren und dann auf die Zeitverzerrung einfach eine Linear Link 1D-I-Expression anwenden können. Ja, das hätte dann dazu geführt, dass wir sozusagen diese komplette Unterkomposition im Verlauf der Zeit vor- und zurückgeschoben hätten, passend zum Beat. Aber das hätte bedeutet, dass wir für jeden dieser vier Kreise hier eine eigene Unterkomposition gebraucht hätten. Ja? Und das war in dem Fall jetzt nicht notwendig, weil wir diese Linear Link Time Remap Funktion benutzt haben auf den einzelnen Positionseigenschaften dieser vier Elemente. Ja? Das heißt, man kann hier wirklich einzelne Eigenschaften im Verlauf der Zeit vor- und zurück verschieben lassen und nicht nur komplette Kompositionen, wie man das sonst mit dem Time Remapping, das in After Effects eingebaut ist, sozusagen machen kann. Sehr bequeme Sache also an der Stelle. Und jetzt gucken wir uns aber noch den letzten Teil an, nämlich dieses Einfügen von diesem Text hier. Ja, wir wollen hier also so einen dreidimensional angeordneten Text passend zur Musik sich verschieben lassen und auch den Inhalt ändern, hier von Beat nach Detection. Okay. Dazu erzeugen wir hier in unserer Komposition eine neue Textebene. Die nenne ich hier Beat. So. Und die machen wir 3D und rotieren die dann entsprechend. Das heißt, da nehme ich ja wieder dieses Rotationswerkzeug und die können wir jetzt erstmal hier um diese Achse rotieren. Ja, so vielleicht und dann hier runter rotieren. So, vielleicht noch hier um die X-Achse ein bisschen senkrechter stellen. So. Jetzt kann ich die auch an diesen Achsen hier anfassen und hier zurecht schieben. Na, wir müssen uns noch ein kleines bisschen um diese grüne Achse hier drehen, dass parallel zu dieser Linie hier läuft. Ja. So sieht das schon ganz gut aus. Und dieses in diese Richtung hin und her bewegen, passend zum Beat, ist im Grunde genau das gleiche, wie wir das hier bei diesen Linear Link, also bei diesen Slidern hier gesehen haben. Wir benutzen auch wieder so eine einfache Link-Eye-Expression in der Bibliothek hier unter Linking. Und zwar diesmal nicht den Linear Link 2D, sondern eben 3D, weil in dem Fall die Position eine 3D-Eigenschaft ist. Ja. Und da sagen wir jetzt einfach, okay, wir verbinden dieses Ding wieder hier mit der Audioamplitude. Wir verlinken das mit diesem Slider. Dieser Slider hat ein Minimum von 0 und ein Maximum von 60. Das hatten wir ja eben schon. Und beim Minimum soll der Text, ja, sagen wir mal, da sein, wo er jetzt ist. Ich klicke hier auf P, um die Position zu bekommen. Das ist also, oder schieben wir noch ein kleines Stück zurück. So, Position 296. 2, 168,6 und 0,1. 0,1. So. Wenn der Beat jetzt laut, also wenn die Musik laut ist, dann soll sich es verschieben. Ich sag mal so ungefähr hierhin. Ja, das ist also diese Position. 322,1, 193,2. Und minus 38,5. So, das wenden wir jetzt hier auf diese Position an. Und jetzt haben wir einen Text, der sich wunderbar, da das jetzt ein bisschen langsam berechnet, stelle ich hier von diesen Kreisen mal die Bewegungsunschärfe nochmal aus, damit das jetzt alles etwas flotter geht. Und jetzt sehen wir, dass der Text also sich zur Lautstärke hier in diese Richtung verschiebt, mithilfe dieser Linear Link Eye Expression. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen wollen, ist erreichen, dass dieser Beat sich nicht nur verschiebt, sondern dass der auch seinen Text ändert, ja, zu gewissen Beats. Und dazu benutzen wir wieder eine andere Eye Expression. Und zwar eine Expression, die auf der Quelltext-Eigenschaft dieses Beats hier angewendet wird. Dazu gucken wir hier unter Text, Quelltext. Das ist also dieser Text selber de facto, das ist der Quelltext. Und dazu wählen wir jetzt aus der Bibliothek
den unter Audio die Change on Beat Text. Das heißt, wenn man also irgendetwas hat, was man mit einem Beat-Detektor, also diesem Beat-Detektor-Automatik oder Marker oder auch Threshold, die haben wir ja in den vorherigen Teilen schon behandelt. Ja, wenn man damit also einen Beat erzeugt, kann man da dann hier diesen Change on Beat Text dranlinken. Und zwar ist er ganz einfach, der sagt nämlich einfach, na, wenn ein Beat ist, wie soll sich dieser Text denn dann verändern? Und wir wollen halt beim Beat, dass hier nicht Beat steht, sondern dass dann da Detection steht. Ja, dass der immer so zwischen Beat und Detection eben wechselt. Okay, jetzt müssen wir das nochmals an einen Beat verlinken. In dieser Komposition haben wir jetzt ja gar keinen Beat, denn diese ganzen Beat-Detektoren hatten wir ja in dieser Mixer-Komposition. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir kopieren hier so einen Beat in unsere Komposition oder wir verlinken es direkt an dieses Element in dieser Komposition hier. Ja, das ist also auch kein Problem. Ich gehe dann hier, zum Beispiel wollen wir diesen dritten Beat, das wäre der, der an diesen Markern hier am Ende immer Beats erzeugt. Ja, das war der Beat-Detector from Marker hier. Der ist also immer 0 und nur da, wo diese Marker hier sind, hat er einen Wert dann bis zu 100. Und an den verlinken wir das Ganze jetzt. So, jetzt gehen wir zurück in unsere Pegelanzeigekomposition und wenden da diese I-Expression auf diesen Quelltext an. Anwenden. Und das heißt, sozusagen überall da, wo hier das Ding Marker hat, ja, steht hier jetzt Detection. Und wenn ich jetzt an eine andere Stelle gehe, wo hier kein Marker ist, dann steht hier Beat. Ja, das heißt, hier haben wir jetzt so einen schönen Umschalter, der immer zwischen Beat und Detection hin und her wechselt. Jetzt können wir diesen Text noch etwas netter aussehen lassen, noch ein bisschen schöner gestalten, dass das Aber das ist das Letzte, was ich an der Stelle noch kurz zeigen möchte. Dazu gehe ich zuerst einmal auf Ebenenstile und wähle da abgeflachte Kanten und Relief. Ja, dann wirkt das etwas plastischer. Und das Zweite, was ich noch machen möchte, ist, dass ich diese Ebene hier dupliziere, wieder mit Steuerung D. Und die Kopie, die schiebe ich jetzt hier unten drunter und nenne die Beat Schatten. Könnt ihr euch schon vorstellen, gut, da werden wir jetzt einen Schatten also draus machen. Dann gehe ich hier auf den Fülleneffekt. Den ziehe ich hier drauf und fülle dieses Element, das also ein Schatten ist, schwarz. Und drehe das Ganze dann noch. Dazu nehme ich wieder hier dieses Rotationswerkzeug und drehe das jetzt um diese rote Achse, dass das so nach hinten klappt. Ja. Um diese rote Achse klappe ich das so, bis die grüne Achse sozusagen so liegt, als würde sie jetzt flach auf dieser Fläche liegen. So ungefähr. Jetzt haben wir also hier einen schönen Schatten. Der Schatten ist mir jetzt noch etwas zu scharfkantig, deswegen kommt da jetzt noch ein Weichzeichner drauf. Da reicht ein schneller Weichzeichner. Und dieser Weichzeichner, da nehmen wir eine Stärke von vielleicht 2 oder so, ja. Jetzt haben wir also einen etwas subtilen, ganz netten Schatten, der das Ganze noch etwas plastischer werden lässt. Okay, das war es dann auch schon für dieses Tutorial. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr einige Ideen bekommen habt, was man mit iExpression alles machen kann und insbesondere, was man also in Bezug auf Audio tun kann. Das heißt, wie man unterschiedlichste Elemente passend zur Musik bewegen kann.